In den letzten wenigen Jahrzehnten sind Schießereien an Schulen zu einem der erschütterndsten Beispiele für Gewalt in der Gesellschaft geworden. Diese Ereignisse verursachen allgemeinen Schock und zwingen zur Reflexion über die Ursachen, die zu solch drastischen Handlungen führen. Besonders erschreckend sind Fälle, in denen sehr junge Personen für diese tragischen Ereignisse verantwortlich sind, was Fragen über den Einfluss des Umfelds, der Erziehung und des Zugangs zu Waffen auf die jüngsten Mitglieder der Gemeinschaft aufwirft. Andrew Golden. Dies ist eines der jüngsten Namen, die im Zusammenhang mit Schießereien an Schulen auftauchen. Geboren am 25. Mai 1986 im Bundesstaat Arkansas, wuchs Golden in der kleinen Stadt Jonesboro auf, wo er wie ein gewöhnliches Kind wirkte. Dennoch verband sich sein Name für immer mit dem tragischen Ereignis, das am 24. März 1998 stattfand. An diesem Tag führte er, damals erst 11 Jahre alt, zusammen mit seinem 13-jährigen Freund Mitchell Johnson eine der tragischsten Schießereien an Schulen in der Geschichte der Vereinigten Staaten durch, das Massaker an der Westside Middle School. Der Plan, den Andrew Golden und Mitchell Johnson verfolgten, war kalt und durchdacht und wurde mit außergewöhnlicher Brutalität umgesetzt. An diesem Märztag löste Golden einen Fehlalarm aus, was die Schüler und Lehrer dazu veranlasste, das Schulgebäude organisiert zu verlassen, in der Annahme, an einer routinemäßigen Evakuierung teilzunehmen. Währenddessen warteten Golden und Johnson versteckt im nahegelegenen Wald, darauf, das Feuer auf die nichtsahnenden Opfer zu eröffnen. Die Jungen, die zuvor Feuerwaffen aus ihren Häusern gestohlen hatten, schossen mit mehreren Waffen, darunter Gewehre und Pistolen, die eine große Durchschlagskraft hatten. Infolge der Schießerei kamen 5 Personen ums Leben. 4 Schülerinnen und eine Lehrerin und 10 weitere Personen wurden verletzt. Golden, obwohl nur ein Kind, nahm an dem Angriff teil, der das ganze Land erschütterte und eine Debatte über Gewalt in Schulen, den Zugang zu Waffen und die psychologischen Auswirkungen auf junge Täter auslöste. Nach seiner Festnahme durch die Polizei wurden Golden und Johnson zu Gefängnisstrafen verurteilt. Jedoch erlaubte das Staatsrecht aufgrund ihres jungen Alters keine lebenslangen Haftstrafen oder strenge Strafen. Beide wurden in einem Jugendwohngemeinschaft untergebracht und sollten nach Erreichen der Volljährigkeit freigelassen werden, gemäß den geltenden Bestimmungen. Im 2007. Jahr, nach der Haftzeit in einer Jugendstrafanstalt, wurde Andrew Golden im Alter von 21 Jahren freigelassen. Zu diesem Zeitpunkt änderte er seinen Nachnamen in Drew Grant, in dem Versuch, seiner Vergangenheit zu entkommen. Sein Leben kehrte jedoch nie zur Normalität zurück. Trotz der Bemühungen, ein ruhiges Leben zu führen, blieb seine Geschichte als Täter einer Schießerei an Schulen unvergessen. Golden hatte unter seinem geänderten Namen Schwierigkeiten, ein normales Leben zu führen, aufgrund der Wiedererkennung und der Last des Verbrechens, das er in jungen Jahren begangen hatte. Sein Leben endete tragisch im Alter von 33 Jahren, als er am 27. Juli 2019 bei einem Autounfall in Arkansas ums Leben kam. Obwohl sein Tod durch einen unglücklichen Unfall verursacht wurde, wurden in den Medien und der öffentlichen Meinung erneut Erinnerungen an die Schießerei an der Westside Middle School wachgerufen, die die Traumata vieler Familien an diesem Tag erinnerten. Kayla Rowlands Mörder. Dies ist ein 6-jähriger Junge, dessen Tat die ganze Welt erschütterte, als er am 29. Februar 2019 an der Buell Elementary School in Mount Morris Township, Michigan, seine Altersgenossin, die 6-jährige Kayla Rowland, erschoss. An diesem tragischen Tag wurde das Kind, das Teil der Schulgemeinschaft war, zum Täter einer brutalen Tat, die das Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren war. Schwierige familiäre und soziale Situationen sowie fehlende angemessene Aufsicht über Feuerwaffen. Der Junge stammte aus einer sehr dysfunktionalen Familie. Seine Mutter, die mit Drogenabhängigkeit kämpfte, war nicht in der Lage, ihm ein stabiles und sicheres Zuhause zu bieten. Der Vater befand sich im Gefängnis, und der Junge war mehrfach Zeuge häuslicher Gewalt und Situationen, in denen Drogen eine Schlüsselrolle spielten. Infolgedessen kam das Kind unter die Obhut seines Onkels, bei dem die Lebensbedingungen ebenfalls sehr unzureichend waren. Das Haus, in dem er lebte, war voller Chaos, Vernachlässigung und leichtem Zugang zu Feuerwaffen, was sich als entscheidender Faktor für diese Tragödie erwies. Am Tag der Tragödie fand der Junge im Haus seines Onkels einen Revolver, der ohne jegliche Sicherung zurückgelassen worden war.
Es handelte sich um eine Feuerwaffe, die sein Onkel illegal erworben hatte. Und im Haus befanden sich auch Drogen, was das Ausmaß der Vernachlässigung und Verantwortungslosigkeit der Erwachsenen weiter unterstrich. Der Junge brachte die Waffe zur Schule und versteckte sie in seinem Rucksack. An diesem Tag kam es während des Unterrichts zu einem Streit zwischen ihm und Kyler Rowland, dessen Ursprung wahrscheinlich alltägliche, kindliche Missverständnisse waren, die in der Vergangenheit zwischen ihnen aufgetreten waren. Doch dieser Streit endete tragisch. Der Junge zog die Waffe, feuerte einen Schuss ab und traf Kyler in die Schulter. Die Wunde erwies sich als tödlich und das Mädchen starb an den erlittenen Verletzungen, trotz sofortiger Reaktion der Lehrer und der Alarmierung der Rettungsdienste. Nach diesem dramatischen Ereignis wurde der Junge schnell festgenommen, konnte jedoch aufgrund seines Alters weder strafrechtlich verfolgt noch für das begangene Verbrechen verurteilt werden. Kinder im Alter von 6 Jahren können nach amerikanischem Recht nicht strafrechtlich verantwortlich gemacht werden. Daher konzentrierte sich das weitere Vorgehen auf die Lebensbedingungen, in denen er lebte, sowie auf die Verantwortung der Erwachsenen, die zu dieser Tragödie beigetragen hatten. Der Onkel des Jungen, der Besitzer der Waffe, wurde wegen Vernachlässigung, des Besitzes von Feuerwaffen und Drogen angeklagt. Die Mutter des Jungen, trotz ihrer Sucht und schwierigen Situation, geriet ebenfalls ins Zentrum der öffentlichen Debatte über die Rolle der Eltern und Erziehungsberechtigten bei der Gewährleistung der Sicherheit der Kinder. TJ Solomon. Dies ist ein 15-jähriger Schüler, der am 20. Mai 1999 die Schießerei an der Heritage High School in Conyers, Georgia, verübte, weniger als einen Monat nach den tragischen Ereignissen an der Columbine High School, die die gesamten Vereinigten Staaten erschütterten. Die Schießerei, deren Täter Solomon war, zog nationale Aufmerksamkeit auf sich, nicht nur wegen der Ähnlichkeiten zur Columbine-Massaker, sondern auch wegen des Alters des Täters und der erschreckenden Tatsache, dass solche Gewalttaten in immer kürzeren Abständen auftreten. Solomon, bis zu diesem Zeitpunkt als gewöhnlicher Teenager wahrgenommen, wurde unerwartet zum Täter eines brutalen Angriffs auf seine Altersgenossen, was Schock und Besorgnis in der Schulgemeinschaft auslöste. In einer religiösen Familie aufgewachsen, nahm Solomon regelmäßig an Gottesdiensten teil und war Mitglied der Fußballmannschaft. Auf den ersten Blick deutete nichts darauf hin, dass dieser ruhige und eher stille Junge zu einer solch erschreckenden Tat fähig war. In den Monaten vor dem Angriff begann TJ Anzeichen von emotionalen und psychischen Problemen zu zeigen. Er wurde zurückgezogener, isolierte sich von Gleichaltrigen und zeigte ein wachsendes Interesse an Gewalt und Feuerwaffen. Sein Verhalten erregte jedoch nicht genügend Aufmerksamkeit von Erwachsenen oder seinen Angehörigen, die es versäumten, die Ernsthaftigkeit der Situation zu erkennen. Am Tag der Schießerei brachte Solomon eine halbautomatische Pistole zur Schule, die er in seinem Rucksack versteckt hatte. Gegen 8 Uhr morgens, während des Unterrichts, betrat er den Schulhof und eröffnete das Feuer auf die Schüler, wodurch 6 Personen verletzt wurden. Zum Glück starb trotz schwerer Verletzungen keiner der Opfer. Obwohl der Angriff kurz dauerte, hinterließ er tiefe Spuren im psychischen Zustand der Schüler und Lehrer, die Zeugen dieses brutalen Akts wurden. Solomon wurde schnell von einem Sportlehrer überwältigt, der sofort Maßnahmen ergriff, um den Angriff zu stoppen. Nach seiner Festnahme leistete Solomon keinen Widerstand und schien verwirrt über das, was er gerade getan hatte. Die Ermittlungen ergaben, dass Solomon unter Depressionen litt und in seinen Notizen Hinweise auf Selbstmordgedanken sowie ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit gefunden wurden. Der Junge fühlte einen starken Druck im schulischen und persönlichen Leben sowie ein wachsendes Gefühl sozialer Isolation. Seine inneren emotionalen Probleme, die nie angemessen diagnostiziert oder behandelt wurden, führten zu einer verzweifelten Tat, die das Leben vieler Menschen veränderte. Während des Prozesses bekannte sich T.J. Solomon schuldig. Im Alter von 16 Jahren wurde er zu 40 Jahren Haft für seine Taten verurteilt. Dieses Urteil, obwohl streng, löste gemischte Reaktionen in der öffentlichen Meinung aus. Einige waren der Ansicht, dass der junge Täter eher therapeutische Hilfe anstelle einer langen Haftstrafe erhalten sollte, während andere argumentierten, dass die Brutalität seiner Tat eine harte Bestrafung erforderte. Solomon zeigte Reue für seine Handlungen und seine Verteidigung betonte, dass er unter schweren psychischen Problemen litt, die vernachlässigt worden waren. Barry Lukaitis.
Dies ist ein Täter, der am 2. Februar 1996 im Alter von 14 Jahren eine brutale Schießerei an der Frontier Middle School in Moses Lake, Washington verübte. Sein Angriff, der zum Tod von 3 Personen, 2 Schülern und einer Lehrerin, sowie zur Verletzung einer weiteren Person führte, löste Schock und Bestürzung im ganzen Land aus. Lukaitis stammte aus einer Familie, in der die Beziehungen stürmisch und konfliktreich waren. Seine Mutter kämpfte mit Depressionen und sprach häufig über Selbstmord, was sich negativ auf die Psyche des jungen Barry auswirkte. Die Eltern durchliefen eine schwierige Scheidung und die Situation zu Hause war voller Spannungen und emotionaler Probleme, die der Junge in sich hineintiefte, was schließlich zur Tragödie führte. Barry begann allmählich, sich von Gleichaltrigen zu isolieren, verbrachte immer mehr Zeit damit, brutale Filme zu schauen und Bücher über Gewalt zu lesen. Eines der Werke, das den größten Einfluss auf ihn hatte, war der Roman von Stephen King Zweckgemäßes Übel, aus dem er während der Schießerei Zitate verwendete. Inspiriert von Filmen wie Wahnsinn der Jugend, begann Lukaitis, seine Massaker zu planen, wobei er den Wunsch nach Rache und Dominanz ausdrückte. Sein Plan war sorgfältig vorbereitet. Am 2. Februar brachte er eine halbautomatische Waffe, einen Revolver und eine große Menge Munition zur Schule. Während des Mathematikunterrichts betrat er das Klassenzimmer und begann ohne Vorwarnung auf seine Altersgenossen zu schießen. Bevor er von einem mutigen Sportlehrer überwältigt wurde, tötete Lukaitis 2 Schüler und eine Lehrerin, während eine weitere Person verletzt wurde. Seine Brutalität und die kühle Herangehensweise an den Mord erschütterten sowohl die lokale Gemeinschaft als auch das ganze Land. Während der Ermittlungen wurde festgestellt, dass Lukaitis unter Depressionen litt und Selbstmordgedanken hatte. Und seine Tat war größtenteils das Ergebnis unbeachteter psychischer Probleme. Der Junge plante nicht nur andere zu töten, sondern auch, nach dem Massaker seine eigene Lebenszeit zu beenden. Während des Prozesses wurde Lukaitis für schuldig befunden und zu 2 lebenslangen Freiheitsstrafen ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verurteilt. Evan Ramsey. Dies ist ein Teenager, der am 19. Februar 1977 die Gemeinschaft von Bethel in Alaska erschütterte, indem er eine Schießerei an der Bethel Regional High School verübte. Ramsey, damals 16 Jahre alt, betrat die Schule bewaffnet mit einem Schrotgewehr und tötete innerhalb weniger Minuten 2 Menschen, einen 15-jährigen Schüler und den Schuldirektor, sowie verletzte 2 weitere Schüler. Seine brutale Tat war das Ergebnis tief verwurzelter persönlicher Probleme, die sich über viele Jahre seines schwierigen Lebens aufgebaut hatten. Ramsey wuchs in einer Familie auf, in der Alkoholprobleme, Gewalt und mangelnde Stabilität einen zerstörerischen Einfluss auf seine Psyche hatten. Sein Vater, ebenfalls in Straftaten verwickelt, verbrachte Zeit im Gefängnis und seine Mutter kämpfte mit Alkoholabhängigkeit, was zum Zerfall der Familie führte. Und dazu, dass Evan und seine Geschwister in Pflegefamilien untergebracht wurden. Ramsey wuchs, wie auch seine Brüder, in einem chaotischen Umfeld auf, in dem es an angemessener emotionaler und psychologischer Unterstützung mangelte. In der Pflegefamilie, in der er mehrere Jahre lebte, erlebte er physische und psychische Gewalt, was sein Gefühl der Einsamkeit vertiefte. In der Schule wurde er regelmäßig von Gleichaltrigen gemobbt, was seine Frustration und sein Gefühl der Ausgrenzung noch verstärkte. Ohne Unterstützung und Werkzeuge zur Bewältigung dieser Emotionen begann Evan Ramsey allmählich, Rache an den Menschen zu planen, die er als Quelle seines Leidens ansah. In den Wochen vor der Schießerei sprach Ramsey offen mit mehreren Freunden über seinen Angriffsplan. 2 von ihnen, anstatt zu versuchen, Evan aufzuhalten, begannen ihn sogar zu ermutigen und rieten ihm, wie er seinen Plan umsetzen könnte. Am Tag der Schießerei brachte Ramsey ein Schrotgewehr zur Schule, das er zu Hause gefunden hatte. Zuerst betrat er die Schulkantine, wo er seinen 15-jährigen Freund erschoss, und ging dann in das Büro des Direktors, den er ebenfalls tödlich verletzte. Panik und Chaos erfassten die gesamte Schule, und Ramsey wurde schnell von der Polizei festgenommen. Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Evan Ramsey ernsthafte Probleme hatte, die Konsequenzen seiner Handlungen zu verstehen. Großteils wurde sein Gewaltverständnis durch Videospiele und brutale Filme geprägt, die er gesehen hatte. In seinen Aussagen gab Ramsey an, dass er sich der Tatsache, dass das Schießen auf Menschen zu deren Tod führen kann, nicht vollständig bewusst war. Dies deutete auf sein tiefes emotionales Durcheinander und mangelndes Realitätsempfinden hin, was zusätzlich unterstrich,
wie sehr er sowohl psychisch als auch emotional vernachlässigt wurde. Ramsey wurde als volljährig eingestuft und sein Prozess löste landesweit große Aufregung aus. Letztendlich wurde er zu 210 Jahren Haft verurteilt, was praktisch bedeutete, dass er den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen würde. Sein Fall wurde weithin als Beispiel dafür diskutiert, wie Vernachlässigung von Kindern, fehlende angemessene psychologische Unterstützung und der Zugang zu Feuerwaffen zu tragischen Konsequenzen führen können. Die Schießerei an der Bethel Regional High School war eines der ersten derartigen Vorfälle in Alaska, was die Debatte über Schulgewalt, psychische Gesundheitsprobleme bei Jugendlichen und den Einfluss der Medien auf das Verhalten von Teenagern verstärkte. Brenda Spencer. Dies ist eine der jüngsten Täterinnen von Schießereien an Schulen, deren Angriff im 19. Juli 1999 die Gesellschaft erschütterte und zu einem der denkwürdigsten Beispiele für Gewalt in Schulen wurde. Am 29. Januar 1977, im Alter von nur 16 Jahren, eröffnete Spencer mit einem halbautomatischen Gewehr das Feuer auf Schüler und Lehrer, die sich vor der Cleveland Elementary School in San Diego, Kalifornien, aufhielten. Durch ihren Angriff kamen zwei Personen ums Leben: der Schuldirektor und ein Hausmeister, die versuchten, die Kinder zu schützen. Neben den tödlichen Opfern verletzte Spencer 8 Kinder und einen Polizisten, bevor sie nach einer 6-stündigen Belagerung ihres Hauses festgenommen wurde. Brenda Spencer wuchs unter schwierigen familiären Bedingungen auf. Ihre Beziehung zu ihrem Vater war angespannt und sie beschrieb ihr Leben als voller Traurigkeit und Vernachlässigung. Der Vater kaufte ihr ein Gewehr zu Weihnachten, nur einen Monat vor der Schießerei, was Kontroversen auslöste und spätere Diskussionen über den Zugang zu Feuerwaffen in amerikanischen Familien anregte. Bereits zuvor zeigte Spencer besorgniserregendes Verhalten, das jedoch von Erwachsenen nicht bemerkt wurde. Sie war dafür bekannt, sich von Gleichaltrigen fernzuhalten, isoliert zu sein und Anzeichen von Depressionen zu zeigen. Am Tag der Schießerei begann sie ohne Vorwarnung auf Schüler zu schießen, die sich vor der Schule versammelten, um den Unterricht zu beginnen. Ihre berühmten Worte, die sie nach ihrer Festnahme äußerte, als man sie nach ihren Motiven fragte, gingen in die Geschichte ein. Ich mag Montage nicht. Sie machen den Tag besser. Diese schockierenden, emotionslosen Worte wurden zu einem Symbol für sinnlose Gewalt und Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leben. Brenda Spencer zeigte keine Reue für ihre Handlungen, was nur die Angst verstärkte, die mit dieser Tragödie einherging. Nach der Schießerei wurde Spencer als Erwachsene verurteilt und im 19. August 1980 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, mit der Möglichkeit, eine vorzeitige Entlassung zu beantragen. Seitdem hat sie mehrfach um Freilassung gebeten, doch ihre Anträge wurden wiederholt abgelehnt. Während der Verhöre erklärte Spencer, dass ihre Handlungen das Ergebnis von Traumata seien, die sie in ihrer Kindheit erlitten hatte, einschließlich Missbrauch durch ihren Vater. Doch es wurden nie Beweise gefunden, die diese Anschuldigungen bestätigten. Michael Carniel. Dies ist ein Teenager, der am 1. Dezember 1997 im Alter von nur 14 Jahren eine Schießerei an der Heath High School in Paducah, Kentucky verübte und damit zu einem der jüngsten Täter von Schießereien an Schulen in der Geschichte der Vereinigten Staaten wurde. Früh am Morgen, während eines Gebetstreffens vor der Schule, zog Carniel eine halbautomatische Pistole, die er in seinem Rucksack versteckt hatte, und eröffnete das Feuer auf eine Gruppe von Schülern. Durch seinen Angriff wurden 3 Mädchen getötet und 5 weitere Personen verletzt. Die Schießerei dauerte nur wenige Minuten, aber ihre Folgen waren tragisch und erschütterten die lokale Gemeinschaft sowie das ganze Land. Carniel wuchs in Paducah, Kentucky, auf, wo seine Familie als ruhig und relativ gut funktionierend galt. Trotz dessen hatte Michael Schwierigkeiten, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen und fühlte sich oft isoliert und gemobbt. Er war Opfer von Mobbing in der Schule, was seine Frustration und sein Gefühl der Ausgrenzung vertiefte. Es schien, dass der Junge sich allmählich von der Gesellschaft entfernte, was nicht genügend Aufmerksamkeit von Erwachsenen erregte, um auf seinen sich verschlechternden psychischen Gesundheitszustand zu reagieren. Die Vorbereitungen von Carniel für den Angriff waren sorgfältig geplant. Einige Tage vor der Schießerei stahl Michael eine Waffe von seinem Nachbarn, ohne Verdacht zu erregen. Am Tag der Tragödie brachte er zur Schule Munition und verschiedene Arten von Waffen, darunter eine Ruger-Pistole im Kaliber 22.
Während des Gebets vor der Schule, an dem eine Gruppe religiöser Schüler teilnahm, eröffnete Karneal das Feuer auf seine Mitschüler. Nach dem Abfeuern der Schüsse ergab er sich sofort. Und die Schüler sowie Lehrer, die Zeugen dieses Angriffs waren, hielten ihn fest, bevor die Polizei eintraf. Während des Prozesses bekannte Karneal sich schuldig und seine Verteidigung wies auf die psychischen Probleme hin, mit denen der Junge zu kämpfen hatte. Bei ihm wurde paranoide Schizophrenie sowie andere psychische Störungen diagnostiziert, die seine Fähigkeit, die Konsequenzen seiner Handlungen zu erkennen, beeinträchtigten. Trotz dieser Befunde wurde Karneal zu lebenslanger Haft verurteilt, mit der Möglichkeit, nach 25 Jahren eine vorzeitige Entlassung zu beantragen. Sein Fall wurde zum Gegenstand umfangreicher Debatten über die psychische Gesundheit von Jugendlichen, den Zugang zu Waffen und die Rolle von Schulen und Eltern bei der Überwachung von Warnsignalen, die solche Tragödien hätten verhindern können. Ethan Crumbley. Dies ist ein Teenager, der am 30. November 2021 eine Schießerei an der Oxford High School im Bundesstaat Michigan verübte, bei der 4 Personen starben und 7 weitere verletzt wurden. Er war erst 15 Jahre alt, als er mit einer halbautomatischen Pistole, die seine Eltern ihm wenige Tage vor dem Angriff als Geschenk gekauft hatten, die Schule betrat und das Feuer auf Schüler und Lehrer eröffnete. Diese Tragödie erschütterte die gesamten Vereinigten Staaten, nicht nur wegen des Ausmaßes der Gewalt, sondern auch wegen der klaren Warnsignale, die ignoriert wurden und die diese Tragödie hätten verhindern können. Crumbley, Schüler der Oxford High School, fiel zuvor nicht besonders auf, zeigte jedoch in den Wochen vor der Schießerei immer beunruhigendere Verhaltensweisen. Lehrer und Schüler bemerkten seine Rückzugstendenzen sowie Zeichnungen und Notizen, die darauf hindeuteten, dass er mit düsteren Gedanken kämpfte und Gewalt plante. Am Tag vor dem Angriff wurde Crumbley zu einem Treffen mit Lehrern gerufen, bei dem seinen Eltern seine besorgniserregenden Zeichnungen gezeigt wurden, die Waffen, Blut und Opfer darstellten. Einer der Schriftzüge lautete: „Die Gedanken werden nicht aufhören. Hilf mir." Trotz dieser beunruhigenden Zeichen reagierten die Eltern nicht angemessen. Während des Treffens weigerten sie sich, ihren Sohn nach Hause zu nehmen, und die Schule, die keine klaren Verfahren hatte, erlaubte Ethan, am Unterricht teilzunehmen. Am nächsten Tag brachte Ethan Crumbley eine 9mm-Pistole zur Schule, die seine Eltern ihm nur wenige Tage zuvor als Black Friday-Geschenk gekauft hatten. Die Waffe, die ohne angemessene Sicherung aufbewahrt wurde, war für den Jungen leicht zugänglich, was es ihm ermöglichte, seinen Angriffsplan umzusetzen. Gegen 12.55 Uhr begann Crumbley, auf Schüler und Lehrer in den Schulfluren zu schießen, tötete 4 Personen und verletzte 7 weitere, darunter einen Lehrer. Die Opfer waren zwischen 14 und 17 Jahre alt und Schüler der Oxford High School. Alle starben vor Ort oder starben im Krankenhaus an den erlittenen Verletzungen. Die Polizei traf nur wenige Minuten nach Beginn des Angriffs ein und nahm Ethan sofort fest, der sich ohne Widerstand ergab. Die Ermittlungen ergaben, dass Crumbley nicht nur den Angriff geplant hatte, sondern zuvor auch in sozialen Medien Fotos von Waffen veröffentlichte, mit denen er prahlte, was weitere Fragen über Vernachlässigungen seitens der Schule und der Eltern aufwarf. Der Fall wurde besonders bekannt, als sich herausstellte, dass Ethans Eltern beschuldigt wurden, unbeabsichtigt den Tod verursacht zu haben, weil sie ihrem Sohn eine Waffe gekauft, diese nicht gesichert und nicht auf frühere Warnsignale reagiert hatten. Es war einer der ersten Fälle, in denen die Eltern eines Täters einer Schießerei an Schulen für die Handlungen ihres Kindes zur Verantwortung gezogen wurden.